Liebe frierende Exerzitienteilnehmer in diesem sehr gut gelüfteten Raum hier, das Thema dieser Exerzitien ist die Heilige Messe, dass wir Jesus Christus in der Heiligen Messe tiefer begegnen. Und das Thema dieses Vortrages ist die Eucharistiefeier, der zweite Teil der Heiligen Messe. Dieser zweite Teil beginnt nach den Fürbitten. Wir lesen in der Heiligen Schrift, im Petrusbrief steht das, dass wir eben Gott mit Lob und Dank eben jetzt Bitten entgegenbringen sollen und dürfen. Matthäus 7,7 steht der Satz, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Wir dürfen Gott bitten. Wir nehmen ihm dadurch nichts an Ehre weg, wenn wir ihn bitten. Im Gegenteil, wir geben ihm die Ehre, weil wir ihm zumuten, dass er alles kann. Wir glauben ja an einen Gott, der allmächtig ist. Deshalb ist das Bitten etwas ganz Wichtiges. Ich ärgere mich manchmal, dass wir in unseren Bitten auch zu abstrakt sind. Wir dürfen den lieben Gott auch ruhig um was Konkretes bitten. Also da fühlt er sich nicht beleidigt, wenn man ihm sagt, du bitte, also ich brauche das und ich möchte das. Freilich immer unter der Bedingung, dass ich was dazu sage, dein Wille geschehe. Der liebe Gott weiß immer am besten, was für uns gut ist. Also er wird das dann auch selber entscheiden. Bitten werden aber immer unfehlbar erhört. Und diese Bitten stehen am Übergang zur Eucharistiefeier, denn dann bringen wir unsere Gaben zum Altar und es geschieht die größte Bitte in Form der größten Danksagung, indem eben unblutig das dargestellt wird, was auf Golgatha die Erlösung der ganzen Welt bewirkt hat, die Selbsthingabe Christi am Kreuz, das Kreuzesopfer des Erlösers. Zunächst einmal zur Gabenbereitung. Die Gabenbereitung hat etwas mit dem Urgeheimnis der Schöpfung zu tun. Wir bringen ja Schöpfungsgaben zum Altar. Es ist kein Zufall, dass der Herr das letzte Abendmahl und wir damit die Heilige Messe mit den Gaben von Brot und Wein feiert. Grundnahrungsmittel, könnte man sagen. Ein Stück eben dieser Schöpfung. Und wir dürfen deshalb bei der Gabenbereitung auch daran denken, dass Gott uns Menschen die Schöpfung anvertraut hat. Wir glauben an den Gott, der Himmel und Erde, also die sichtbare und die unsichtbare Welt, geschaffen hat. Den Schöpfer des Kosmos und den Schöpfer dieser Erde, dieses, wie wir in der letzten Zeit eben festgestellt haben, doch sehr kleinen und sehr fragilen Planeten. Der Mensch sündigt dann, sobald er Gott nicht mehr als Schöpfer und Herr dieser Welt anerkennt, sondern sich selbst zum Herrn dieser Welt, dieser Schöpfung macht. Wir erleben das heute vielfach. Wir sind in einer Situation, die uns vielleicht noch zu wenig bewusst ist. Die Umweltzerstörung, die ökologischen Krisen und Herausforderungen, auch die atomare Bedrohung. Ich bin, entschuldigen Sie, wenn ich das öffentlich sage, weil das tun Kirchenvertreter also sehr selten, außer wenn was passiert wie in Fukushima. Ich bin schon immer ein Gegner der Atomkraft gewesen und zwar mit großer Vehemenz. Wenn man weiß, dass Atommüll zum Beispiel in Russland offen gelagert wird und wenn man auch bedenkt, dass hier über hunderttausende Jahre jetzt eben verseuchter Atommüll, strahlender Atommüll jetzt eben produziert wird, dann muss man sich doch zumindest Sorgen machen. Und ich habe in Österreich jetzt sehr mit ein bisschen, da hat die ganze Welt über uns gelacht. Wir haben 1976, gab es in Österreich ein Atomkraftwerk, hat man gebaut. Das war fertig bis auf den letzten Drücker. Und dann hat es aus politischen Gründen eine Volksabstimmung gegeben. Und die war mit 50,4% gegen Atomkraft. Und dann hat man dieses Atomkraftwerk Zwentendorf nicht in Betrieb genommen. Ich bin zufällig befreundet, das hat inzwischen eine Energiefirma übernommen. Der Pressesprecher dieser Energiefirma, der ist auch für dieses Atomkraftwerk zuständig. Und ich habe Propaganda gemacht für dieses stillgelegte oder nie in Betrieb genommene Atomkraftwerk. Das war für die Deutschen dann interessant, weil sie auch ausgestiegen sind jetzt oder aussteigen wollen aus der Atomkraft. Aber viele Nationen, also
Ja, auf der anderen Seite natürlich muss man auch das Problem sehen, ohne Energie kein Wirtschaftswachstum, ohne Energie keine Prosperität, ohne Energie eben keine Zukunft. Also ich möchte das nur insofern sagen, wir stehen hier vor Problemen. Ja. Und die Ökologie ist meines Erachtens das größte Problem der Zukunft. Das sage ich auch deshalb, weil ich vor meiner Berufung zum Priestertum ja weil ich vorher ja Biologie studieren wollte und das Ziel hatte, Nobelpreisträger in Biologie zu werden, so wie Konrad Lorenz. Also das ist nicht gelungen. Ich bin was Besseres geworden als Nobelpreisträger, nämlich katholischer Priester. Ja, aber trotzdem brennt mir das irgendwie auf der Seele. Ja. In einer gesunden Weise jetzt eben ökologisch verantwortet denken. Ich glaube, diese Verantwortung für die Schöpfung, für die Bewahrung der Schöpfung ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes, das bei uns gläubigen Christen vielleicht auch zu wenig jetzt eben noch präsent ist. Wir haben es aber in anderen Bereichen, wo wir ganz deutlich spüren, hier werden Grenzen überschritten, wo der Mensch sich selbst gleichsam über den Schöpfer oder als Schöpfer aufspielt, zum Beispiel im Bereich der Gentechnik. Also hier gibt es bereits Möglichkeiten oder werden bereits Dinge praktiziert, mit einer Selbstverständlichkeit auch praktiziert, die nicht gesund sein können. Oder eben im ganzen Bereich auch der künstlichen Manipulation, die im Bereich der Empfängnisverhütung jetzt eben geschieht. Auch hier haben wir ja bereits die dramatischen Folgen eben. Wir sind ein Kontinent, dessen Bevölkerung zum Aussterben verurteilt ist. Demografisch wird es in einigen Generationen kaum mehr Europäer geben. Also weil wir selbst uns unfruchtbar gemacht haben durch diese Praktiken, die hier praktiziert werden. Dann eben natürlich auch Abtreibung und Euthanasie, was bereits also Abtreibung, also die Tötung von ungeborenem Leben und immer mehr die Diskussion jetzt eben auch der Tötung von nicht mehr lebenswertem Leben, unter Anführungszeichen. Also was auch aus einem Ethos jetzt eben der Schöpfungsverantwortung. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich darf nicht über anderes Leben oder über mein Leben verfügen, ja, sondern ich lebe es eben aus der Hand Gottes bis in das Letzte jetzt eben hinein. Da haben wir einfach Probleme. Jedenfalls dürfen wir bei der Opferung daran denken, dass der Mensch sich nicht als Tyrann, nicht als Gott aufspielen darf. In allen Religionen haben die Menschen daher auch erkannt, dass sie Gott, dem Schöpfer, etwas schuldig sind. Dass Gott, der Schöpfer, ihnen die Gaben der Natur, die Natur selbst, die Verantwortung für die Natur übergibt. Und sie haben deshalb eine Idee entwickelt, die man in allen Religionen findet, um Gott gleichsam die Dankbarkeit für diese Natur zu zeigen. Das ist das Opfer. Dass sie Gott, dem Herrn, dem Schöpfer der Welt, dem Schöpfer aller Dinge, etwas als Opfer darbringen. Opfer hat immer etwas mit Lebensverschwendung zu tun. Ich verschwende scheinbar sinnlos Leben. Man bringt dem Gott oder der Gottheit, ich spreche jetzt von den heidnischen Religionen, man bringt den Göttern Früchte dar, man bringt ihnen Tiere dar. Wenn Sie mal nach Pompeji kommen, wo ja der Vesuv diese Stadt so verschüttet hat, dass sie heute im Original erhalten ist, wie damals im Jahre 79, glaube ich, wo der Vesuvausbruch war, da finden Sie vor den Tempeln immer so kleine Häuschen, in denen die Tiere geschlachtet wurden, die dann auf den Altären verbrannt worden sind. Das ist etwas, das nicht nur das Judentum hat, sondern das alle Religionen haben. Übrigens auch der Islam aus dem Judentum als Frühlingsopferfest übernommen hat, wo ähnliche Praktiken sich jetzt eben finden, wo Tiere dargebracht werden. Menschenopfer in nicht wenigen Religionen. Der Maya-Kalender ist jetzt ganz populär wegen dieser Quacksalberei, dass 2012 die Welt untergeht. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass die Welt untergehen wird. Ich kann Ihnen aber auch mit dem Wort des Herrn mit Sicherheit sagen, dass es uns nicht gegeben ist, die Zeiten und Fristen zu kennen, die Gott eben jetzt dafür festgesetzt hat. Wir dürfen also froh und frei und fröhlich in die Zukunft hineinleben, allerdings freilich auch immer unter der Warnung, die Jesus oft gesagt hat, dass der Herr wie ein Dieb in der Nacht kommt, die der Apostel Paulus immer wiederholt hat, Gregorete, ihr seid wachsam, nicht? Also das ist ganz klar. Auf jeden Fall, man bringt eben in allen Religionen den Göttern Opfer dar. Wenn Sie etwa in den Hinduismus gehen,
Da wird also irgendwelchen Gottheiten werden Milchopfer dargebracht und alles Mögliche gibt es dort jetzt eben. Und sogar Sokrates, nicht der aufgeklärte, weise Sokrates, der Vater der Philosophie, nicht also bevor er den Schierlingsbecher trinkt, nicht also sagt er noch seinem Diener, wir schulden dem Asklepios noch einen Hahn. Ja? Also man muss dem Asklepios, dem Gott Asklepios, dem Gott der Medizin, muss man noch einen Hahn opfern. Nicht? Also das war ganz automatisch drinnen in allen Völkern. Auch im Judentum. Ja? Auch im Judentum. Und wir verstehen die christliche Religion nicht, ich werde heute noch darüber predigen am Abend, wir verstehen sie nicht, wenn wir nicht den Opferkult Israels verstehen. Um dessen Willen ja Jesus in Jerusalem oder vor den Mauern Jerusalem dann das Opfer seiner selbst ein für alle Mal jetzt eben darbringt und damit alle Opfer abschafft. Die Juden kannten zahlreiche Opfer. Etwa am 2. Februar feiern wir die Darstellung des Herrn, die Präsentatio Domini, wo am 40. Tag nach der Geburt eines Erstgeborenen dieses durch ein Tieropfer ausgelöst werden musste. Und wir wissen daher, dass Maria und Josef arme Leute waren, weil sie sich nur ein paar Turteltauben jetzt eben leisten konnten. Normalerweise war das ein Ziegenböckchen oder ein Lamm. Das Opfer soll besagen, ich erkenne an, dass alles von dir kommt, o Gott. Alles ist dein Eigentum. Alles kommt von dir. Ich habe es als Geschenk empfangen und schenke dir etwas davon zurück. Das tun wir jetzt auch bei der Opferung in der katholischen Messe. Wir bringen Brot und Wein zum Altar. Keine Tieropfer, es gibt keine blutigen Opfer. Das Opfer, das wir feiern, ist unblutig. Es drückt sich in Gestalt eines Teiles unserer Nahrung aus. Es ist ein nüchternes Opfer, ein logosgemäßes Opfer, wie der Apostel Paulus im 12. Kapitel des Römerbriefes eben jetzt schreibt. Eine Liturgia Logicae, ein Gottesdienst, der jetzt rein geistig, rein verstandesmäßig ist. Wir bringen Nahrung zum Altar. Brot und Wein ist das, was Gott uns eigentlich schenkt, Grundnahrungsmittel, Symbol für all das Gute, das wir empfangen. Es gibt im Alten Testament ein Vorbild für diese Darbringung von Brot und Wein. Wir lesen, als Abraham eben in den Krieg zieht, da kommt ihm dann aus der Stadt Salem der Priester des höchsten Gottes entgegen und er opfert Brot und Wein. Dieser Priester heißt Melchisedek und ist Urbild eben jetzt des Priestertums, des katholischen Priestertums, weil er nicht aus einem Stammespriestertum kommt, sondern eben Priester des höchsten Gottes ist und er bringt Brot und Wein dar. Jeder Priester steht heute in der Ordnung Melchisedeks. So heißt es im Psalm 110, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr hat's geschworen und nie wird's ihn reuen. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Dieses Wort darf jeder katholische Priester nach der Weihe eben auf sich beziehen und seine Hände werden deshalb auch extra gesalbt, um mit diesen Händen das Opfer darzubringen. Das Opfer von Brot und Wein, das zum Opfer von Leib und Blut Christi wird. Etwas ganz Wichtiges geschieht, also das bekommen ja Sie sitzen in der Bank, nicht? Und vorne sind die Ministranten oder die Assistenten, die bringen dann den Kelch mit der Patene, mit den Hostien, dann bringen sie eben Wein und Wasser zum Altar und der Priester bereitet dort eben bei der Gabenbereitung oder eben bei der Opferung, bereitet er dort den Altar. Da bekommen sie ja wenig mit. Eines bekommen sie aber mit. Es wird ihnen zu diesem Augenblick etwas unter die Nase gehalten. Nämlich die Kollekte, genau, die Kollekte. Abgesammelt wird dann in den meisten Gemeinden. Ja. In meiner Pfarre, wo ich eben 8 Jahre Pfarrer war, im Wienerwald haben die Leute, da war das eingebürgert von meinem Vorgänger, dass erst nachher gesammelt wird am Ende der Messe. Und ich wollte das sofort abschaffen, weil die Kollekte gehört eigentlich wirklich dorthin. Ja. Sie gehört dorthin zur Gabenbereitung. Ja. Haben mich dann aber die Leute waren, haben gesagt, nein, wir wollen uns lieber konzentrieren. Das waren so fromme Argumente, dass ich dann gesagt habe, okay, und habe das auch nicht geändert dann. Auf jeden Fall aber richtig ist es, dass zur Gabenbereitung abgesammelt wird.
Ja, das sind die Gaben des Volkes. Man muss sich das auch so vorstellen, dass wahrscheinlich in der frühen Kirche, also die Leute, da hat es, Geld ist eine Erfindung der Fugger. Das gibt es ja seit dem 14., 15. Jahrhundert, nicht? Als Tauschwährung. Das hast du früher nicht gehabt. Du hast früher in Naturalien bezahlt. Ja? Also die Bauern haben ihre Tiere und ihre Milch und ihre Eier beim Landesherrn eben abgeliefert und genauso hat man die Priester bezahlt und so weiter. Also man hat Naturalien gegeben. Ja? Und was wollte ich sagen? Aus diesen Naturgaben, eben Brot und Wein, haben dann die Priester einen Teil für die Feier der Messe verwendet. Brot und Wein, ungesäuertes Brot und Wein. Heute geben sie eben Geld. Ja. Und das ist auch richtig so. Man hat immer so bei dem Thema Kirche und Geld, nicht, da hat man immer so ein ungutes Gefühl. Ne? Zumindest bei uns in Europa. Wir haben einen anderen Zugang zum Geld als zum Beispiel andere Kulturen. Ich habe das in Nigeria erlebt, wo die Kollekte also ganz lustig gemacht wird. Ja? Da gehen alle vor und da haben sie so heiße Rhythmen dazu, also zur Gabenbereitung. Also da kommen alle so, also die sind überhaupt, die ganzen Afrikaner, sehr rhythmisch. Ja? Und da waren so Gesänge und vorne stand ein großer Korb. Nicht? Und da haben sie alle ostentativ, ja, also für alle sichtbar, haben sie dann ihre paar Naira oder wie diese Währung dort heißt, das ist eh nur fast wie ein Klopapier, ja, aber haben es dann dort reingeworfen, nicht? In das Körper, nicht? Aber das war irgendwie sehr dramatisch, nicht? Dass da alle vorgekommen sind, nicht? Und das eben so gemacht hat. Oder in Amerika, nicht? Da hast du immer in der Kirchenbank, hast du dort immer liegen, please donate, ja, also geben Sie bitte, ja, da hast du Schecks liegen, nicht, also in der Kirchenbank. Das sind da viel, da gibt es keinen Kirchenbeitrag, keine Kirchensteuer, nicht, also da müssen die einfach schauen, dass sie sich durch die Gaben der Gläubigen jetzt eben wirklich erhalten und voll die Kirche erhalten. Ja. Also durch das, was da gegeben wird, wird wirklich das Ganze, der ganze Aufwand, den die Kirche hat, wird dort eben jetzt vergolten. Wir haben eben ein anderes System in Österreich und in Deutschland, nicht, und ich weiß noch, also die Oma hat mir immer damals, also zum Kirchengehen, immer einen Schilling gegeben. Ja? Also ein Schilling, damals war das noch ein bisschen was wert, nicht? Also heute wären das, was weiß ich, was 10 Cent oder so, nicht einmal 7 Cent oder so wären das heute. Also wo man eben dann als Kinder schon gelernt hat, wenn dann das Absammelkörperl kommt, nicht? Also dann wird dort eingeworfen, nicht? Also wird dann das Geld dort eben gegeben. Ich bin über diese ganze Sache, das war mir auch immer unangenehm, Kirche und Geld, ja, so lange, bis ich Pfarrer geworden bin. Ja. Ja, weil man dann natürlich auch, Kardinal Grohe hat einmal gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Pfarrer und einem Kaplan? Ja. Und er hat die Antwort gegeben, der Pfarrer schaltet das Licht aus. Ja. Verstehen Sie? Der Pfarrer muss sparen. Ja, weil der Pfarrer, wenn der Pfarrer gut ist, dann hat er zwei Schlüssel in der Hand, ja, die für die Leitung der Gemeinde unverzichtbar sind. Ja, das eine ist der Tabernakelschlüssel, das andere ist der Kassaschlüssel. Ja. Also beide sind ganz wichtig eben jetzt, um diese Verantwortung auch wahrzunehmen, weil ohne Geld geht einfach nichts. Also da muss man auch, das gehört auch zum kirchlichen Leitungsamt natürlich dazu. Und die Gläubigen geben ja auch gerne. Also wie ich Pfarrer geworden bin, habe ich gelernt, was das bedeutet, eben jetzt auch von den Gaben der Gläubigen zu leben. Ja. Und wie gerne die Leute eigentlich und wie motiviert sie sind, eben auch geben zu können, wenn sie sehen, dass damit etwas gemacht wird. Auch. Ja. Also ich glaube dort, ich habe ja alles, Kirche innen, außen restauriert, Kirchenplatz, Pfarrhof, einen Stock draufgesetzt auf dem Pfarrhof, damit Studenten dort wohnen können, Pfarrgarten und so weiter. Also es ist alles, was ich dort eben gesammelt habe, wo ich auch viele Helfer hatte mit Veranstaltungen, ist alles dort geblieben. Ja? Und da machen die Leute eben gerne auch mit. Und ich bin sehr beruhigt gewesen, dass das nicht unchristlich ist, um Geld zu bitten und zu betteln, wie ich den zweiten Korintherbrief des Apostels Paulus gelesen habe. Paulus bettelt dort für die Gemeinde in Jerusalem. Er macht eine Kollekte für die Christen in Jerusalem, also für die Urgemeinde dort in Jerusalem, und er bittet und bettelt mit allem Charme, den es gibt.
Ja? Und so, dass er den Leuten wirklich fast ein schlechtes Gewissen macht. Nicht? Er sagt, Christus wurde euretwillen arm, damit ihr reich seid. Es gibt's endlich was. Ja? So auf die Art. Ne? Ich habe, das ist für die Christologie übrigens, also für die Lehre über Christus, eine wichtige Stelle. Also Christus, der aus seinem göttlichen Reichtum sich selbst jetzt eben arm macht und Mensch wird, das ist christologisch eine wichtige Stelle im 2. Korintherbrief. Und ich habe einmal bei der Vorlesung als junger Professor, habe ich über diese Stelle gesprochen bei der Vorlesung, in der Christologie-Vorlesung. Dann bin ich zurück, da war ich Pfarrer noch, bin ich in meinem Pfarrhof und dann kommt dieser tägliche Stapel von Post mit Erlagscheinen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Pater Karl, jetzt hast du da über das Armwerden, jetzt musst du mal selber auch was spenden. Und da kam ein Erlagschein für irgendwie, ich glaube, Cenacolo oder sowas für diese. Und ich habe dort eingesetzt, also 1000 Schilling, nicht, von meinem eigenen Geld und lege das weg. Und im selben Augenblick, wirklich im selben Augenblick, kein Schmäh, das habe ich schon oft erzählt, weil mir das ein paar Mal so gegangen ist. Im selben Augenblick läutet es Pfarrhof und es kommt ein älterer Herr vorbei. Ja, Herr Pfarrer, ich bin gerade spazieren gegangen da und jetzt dachte ich, ich schaue mal vorbei, ich habe schon so lange nichts gegeben. Ich habe gehört, Sie tun so viel für die Priesterstudenten im Osten. Ja, da haben Sie 2000 Schilling. Ja, da habe ich mir schon gedacht, man darf sowas aber nicht systematisch machen. Ja? Also nicht, dass Sie glauben, Sie füllen jetzt da aus irgendeinen Erlagschein 70 Euro und dann kommt schon wer daher und gibt Ihnen 140 Euro. Ja? Also man muss es zweckfrei und absichtslos tun. Ja? Dann gilt das Wort aus dem Psalmen, denn seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ja? Auf jeden Fall, diese Kollekte gehört dazu. Ja, und sie soll uns aber daran erinnern, dass es eigentlich um eine geistige Hingabe geht. Ja? Aber das muss sich auch im Materiellen ausdrücken. Ja? Man kann nicht sagen, so wie dieser Milke da 1989, nicht, wie der Vorhang, wie das Berliner Tor geöffnet, ich liebe eh alle Menschen. Nicht? Ich glaube, so hat der geheißen, nicht? Also dieser Stasi-Chef oder wer der war. Ich liebe ja alle Menschen, nicht? Bla, 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 bla. So darf das bei uns nicht sein. Also das Hingeben muss sich immer auch konkretisieren. Ja? Also das muss immer auch ein bisschen wehtun eben jetzt. Nicht? Und ich bin jetzt ja ein professioneller Bettler geworden seit 2007. Nicht? Also muss ich unsere Hochschule auch finanziell, wir muss dazu auch sagen, unsere Hochschule können wir uns nur deshalb leisten. Wir haben 49 Lehrende und es arbeiten alle umsonst. Also wir haben keinen Angestellten. Eine Professorin ist mit einem Sekretärinnengehalt, einer Schreibkraft angestellt und lebt gratis bei den Karmelitinnen in Meierling. Sonst wäre das nicht möglich. Also müsste ich sofort zusperren, wenn ich einem Professor auch nur ein Gehalt zahlen müsste. Also müsste ich zusperren. Nicht? Was aber auch wieder gut ist, nicht? Das motiviert. Auf der anderen Seite muss ich doch das Ganze drumherum, nicht? Also das Gebäude, die Studenten, die vielen, die eben jetzt von nichts leben, muss ich die unterstützen. Jetzt bin ich seit einigen Jahren zum professionellen Bettler geworden und merke aber auch, wie die Leute gerne mitmachen. Also wo Sie sehen, hier geschieht etwas für die Zukunft der Kirche, Priesterausbildung im Sinn der Kirche, dass hier auch wirklich eine Großzügigkeit da ist, also die mich oft wirklich berührt auch. Ja. Der Groschen der Witwe, ja, so wie Jesus oft sagt, aber auch Leute, die ganz großzügig geben, also über die Maßen, da bin ich ganz weg. Auf jeden Fall, Geld ist nichts, was dem Glauben widerspricht, nichts Unehrenrühriges. Das wollte ich eben sagen und deshalb passt diese materielle Kollekte, die jetzt eben geschieht, an diesen Platz, wo es eigentlich um eine geistige Kollekte, ja, um eine geistige Hingabe geht. Dass ich mich selbst eben jetzt mit diesem Opfer verbinde, das auf dem Altar dargebracht wird. Brot und Wein wird zum Altar gebracht, um Ausdrucksgestalt für die Hingabe Jesu Christi zu werden. Blutig hat er sich mit Fleisch und Blut am Kreuz hingegeben. Unblutig wird dieses Opfer jetzt in der Gestalt von Brot und Wein auf dem Altar dargestellt. Es geschieht jetzt ein wunderbarer Tausch, ein admirabile Commercium. Aus den Schöpfungsgaben werden Erlösungsgaben.
In diesem Brot schenkt sich uns Gott selbst zurück. Also wir geben ihm ein bisschen Brot, ein bisschen Wein. Er schenkt sich selbst in Gestalt dieses gewandelten Brotes und dieses gewandelten Weines, seines Leibes und Blutes an uns zurück. Wir geben ein bisschen, er gibt alles. Das ist das Wunder der Heiligen Messe. Wir geben ein bisschen, er gibt alles. Es ist unser Opfer, so betont die Kirche. Deshalb geht es an dieser Stelle der Gabenbereitung, der Opferung, um die Selbstdarbringung der Gläubigen. Betet, Brüder und Schwestern, so heißt es in der liturgischen Formel, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und für die ganze Welt. Das ist die Antwort der Gläubigen, die auch hier wieder das letzte Wort haben. Ja? Also die müssen da auch zustimmen, nicht? Also der Priester sagt, bete, und dann sagen die Gläubigen, okay, ja, machen wir. Also wir geben uns wirklich selber hin. Ein Zeichen, dass es um die Selbstdarbringung der Gläubigen geht, ein Zeichen dafür sind die Kerzen auf dem Altar, habe ich schon gesagt, die Kerzen, dieses Selbstverzehren eben jetzt, das eigentlich sinnlos ist. Hier wird eine Gabe, damals im Mittelalter oder in der frühen Kirche, Öllampen nicht, das war ja wertvoll, war unglaublich wertvoll. Ne? Aber Wachs nicht, also das war ja, das hast du nur von Bienen bekommen, nicht? Also das war ganz etwas Wertvolles. Das wird einfach hier verzehrt und verschwendet. Ja? Es geht um diese Selbstverschwendung eben jetzt. Die Liebe zum Leuchten zu bringen. Dafür stehen die Kerzen. Und das andere ist der Weihrauch. Dass eben dann der Ministrant vor die Gläubigen hintritt und sie beräuchert. Ihr sollt selbst eine lebendige Opfergabe werden. Das bedeutet das eben jetzt. Was sollen wir denn auf den Altar legen? Also es geht jetzt wirklich darum, dass du dann jetzt eben versuchst, geistig dich selbst, deine Anliegen, deine Sorgen, deine Probleme, deine Bitten, deinen Dank, deinen Lobpreis auf den Altar zu legen. Jeder Priester feiert die Heilige Messe mit einer sogenannten Messintention. Da kommen die Gläubigen auch und geben sogenannte Messstipendien, also man gibt ein bisschen Geld für die Feier der Heiligen Messe, das wird für die Feier des Gottesdienstes verwendet. In Heiligenkreuz haben wir so, dass alle Stipendien automatisch an die Priester in der dritten Welt weitergehen, die wir eben jetzt haben. Das ist nicht unbedeutend dann. Ist interessant, da kommt einiges zusammen, da kann man viel auch wieder helfen, ja, mit diesen kleinen Gaben. Aber jeder Priester hat so eine Messintention, also eine Absicht. Ich feiere die Messe als Bitte, als Dank, sorge für Verstorbenen, diesen und jenen, das und so weiter und so fort. Auch Sie dürfen immer bei der Heiligen Messe eine Messintention haben. Ja? Ich feiere die Heilige Messe als Bitte eben jetzt um Bekehrung der Jugend. Ja? Oder ich bitte jetzt eben Gott um Segen für meinen Nachbarn, der im Augenblick gesundheitliche Probleme hat. Sie dürfen wirklich eine solche Intention auch immer auf den Altar legen. Der Nebeneffekt ist ein psychologischer Nebeneffekt. Man geht dann lieber in die Messe. Ja? Also wenn man selber so ein Anliegen hat, ja, da kann man sich selber motivieren. Es ist mir schon oft so gegangen, wir stehen ja jeden Tag um 4:30 auf und ich bin an sich ein Frühaufsteher, wenn ich nicht gerade verkühlt oder krank bin. Aber manchmal ist es doch schwer, kommst du am Abend erst spät ins Bett und so weiter. Und dann oft, ich muss wirklich sagen, oft habe ich wirklich den Gedanken, ja, ich gehe jetzt für den. Lieber Gott, jetzt, das fällt mir schwer, ich überwinde mich, ich gehe jetzt für den. Meistens sind das junge Leute, die mir gesagt haben, dass sie mit einer Berufung ringen. Da habe ich ja sehr viele solche Fälle, wo das wirklich oft auch ein inneres Mitleiden ist, bis das Geburtswehen, ja, bis die jungen Leute heute endlich gesagt haben, ja, ich nehme meine Berufung an, ich sage ja zum Priestertum, da muss man oft viel mitleiden, eben jetzt als geistlicher Begleiter eben in dem Ganzen. Dass man wirklich das dem lieben Gott hinhält, da sind wir eigentlich schon beim Thema der Sühne jetzt eben, ja, beim Thema auch der leibhaft gewordenen Fürbitte, indem wir dem Herrn Krankheit, Schmerzen und so weiter hinlegen. Bei uns wird im Kloster, wenn ein Mitbruder die ewigen Gelübde ablegt, dann
füllt er eine Urkunde aus, eine Pergamenturkunde auf Tierhaut geschrieben. In unserem Archiv sind diese Urkunden seit dem 15. Jahrhundert erhalten. Gibt es ganze Schubladen voll mit diesen Professurkunden, wo sich schon Generationen von Mönchen eben jetzt Gott bis zum Tod versprochen haben. Das ist gleichsam ein Vertrag, den man mit Gott schließt, profiteri, ich verspreche es Gott, ich gelobe es Gott eben bis zum Tod als Mönch jetzt eben zu leben. Und das ist auch heute so. Also die füllen dann eine Urkunde aus, eine Pergamenturkunde, und die unterschreiben sie während der Heiligen Messe auf dem Altar und lassen sie auf dem Altar liegen. Und dann wird genau über diese Urkunde das Korporale, also dieses neunfach gefaltete Tuch, also dieses in neun Teile gefaltete Tuch, wird dort ausgebreitet. Da werden dann die Kelche draufgestellt. Auf diesen Urkunden wird dann das Opfer Christi gefeiert, gleichsam um auszudrücken, eure Lebenshingabe geht ein in die Lebenshingabe Christi. Was ihr Gott versprochen habt, das müsst ihr auch nicht aus eigenem leisten, weil ihr einen habt, der sich schon vor euch ganz hingegeben hat und der euch die Kraft gibt zu dieser Hingabe. Das ist Jesus Christus in seiner Selbstdarbringung am Kreuz. Noch etwas drückt diese Verbindung, unsere Verbindung mit dem Opfer Christi aus. Ich treffe oft auf Leute, die auf Männer, die früher mal ministriert haben, aber offensichtlich nicht ganz begriffen haben, was da getan wird. Und oft wird dann auch gescherzt, dann haben die ministriert. Ja, wissen Sie, und wenn wir dann das Wasser, wenn wir den Wein eingeschenkt haben, ja, da hat der Priester sich immer einschenken lassen. Aber sobald wir mit dem Wasser gekommen sind, zack, ja. Meine Lieben, aber das ist genau der Sinn, dass nur ein paar Tropfen hineinkommen in den Kelch. Ja? Also es geht genau darum, dass nur ein paar Tropfen eben von diesem Wasser genommen werden. Und vielerorts, auch hier, ist das wieder üblich, dass man diese kleinen Löffelchen jetzt eben verwendet, um diesen Tropfencharakter noch einmal besser auszudrücken. Das sind wir mit unserer Kleinheit, Wasser mit unserer Armseligkeit, die wir uns mit dem Opfer Christi verbinden sollen. Das bist du, das bin ich. Ja. Mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen sollen wir hier geeint werden, eben hineingenommen werden in das Opfer Christi. Und es erinnert zugleich auch an die hypostatische Union, also an die Verbindung von Gottheit und Menschheit, die in Jesus Christus sich ereignet. Denn Jesus Christus wird ja mit Leib und mit Blut, mit Seele und mit verklärter Menschheit und mit Gottheit eben gegenwärtig. So viel zur Gabenbereitung. Und dann hat der Priester eben jetzt die Gaben bereitet. Brot ist auf dem Altar, Wein ist auf dem Altar. Der Priester bittet die Gläubigen, dass sie beten sollen, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Und dann kommt das zweite amtliche Gebet, das Gabengebet, das der Priester dann betet. Ein Gebet, das im Messbuch vorformuliert ist und immer dem Geheimnis des jeweiligen Tages eben jetzt auch entspricht. Und dann geht's los. Jetzt kommt das sogenannte Vorwort, auf Lateinisch Präfation, ein feierlicher Gesang, und das ist der Augenblick, wo am meisten gelogen wird in unseren Gottesdiensten. Ja. Da wird zum Quadrat gelogen, denn der Priester sagt, der Herr sei mit euch, die Leute antworten, und mit deinem Geiste. Dann sagt er, erhebet die Herzen, und jetzt kommt die große Lüge, ja. Wir haben sie beim Herrn. Ja. Entschuldigen Sie, wenn ich das so drastisch jetzt eben sage, nicht? Aber diese Antwort, ja, ist eine Feststellung. Ja. Wir haben sie beim Herrn. Hoffentlich stimmt das. Ja. Machen wir mal Gewissenserforschung dann heute bei der Heiligen Messe, ob das wirklich so ist, dass wir wirklich dann die Herzen schon beim Herrn haben. Sursum corda heißt es auf Lateinisch. Das ist einfach ein Befehl. Im Lateinischen ist das noch viel drastischer. Rauf mit die Herzen! Ja? Und die Leute sagen, habemus ad dominum. Wir haben es eh schon beim Herrn. Ja? Ist die Antwort. Ne? Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Oft denkt man eben nicht beim Beten. Ja? Die Antworten sind automatisch. Nicht?
so wie es einmal in der Karfreitagsliturgie passiert ist, wo der Diakon gesungen hat, beuget die Knie, die Leute haben geantwortet, wir haben sie beim Herrn. Ja, da gibt es viele solche Geschichten. Nicht? Im Heiligenkreuz gibt es die Erzählung von einem Mitbruder, der als Pfarrer sich darüber geärgert hat, dass die Leute bei den Fürbitten immer so automatisch antworten, nicht? Und hat in den 70er Jahren dann also die Fürbitten formuliert und die Leute haben immer, wir bitten dich, erhöre uns, wir bitten dich, erhöre uns, wir bitten dich, erhöre uns. Dann hat er die Fürbitte gesagt, guter Gott, bitte hilf, dass dem weißen Riesen seine Waschkraft erhalten bleibt. Wir bitten dich, erhöre uns. Also einfach dahingesagt. Ja. Also, diese Präfation ist wirklich ein Vorwort. Sie ist ein Lobgesang und soll deshalb nach Möglichkeit auch gesungen werden. Sie besingt das Geheimnis des Tages und schließt immer mit einem ähnlichen Schluss, in dem daran erinnert wird, dass der Himmel sich jetzt öffnet. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir singen mit allen Engeln und Heiligen. Das ist eine Behauptung, die aber wahr ist. Denn wenn wir die heilige Messe feiern, so öffnet sich der Himmel. So ist die ganze himmlische Kirche, die vollendete Kirche, gegenwärtig. Alle singen das Lob der Herrlichkeit. Ich habe schon gesagt, in einer katholischen Kirche ist immer ein Gedränge. Wir stehen jetzt mitten im Himmel drinnen. Man kann sich das vorstellen, gleich sagen, das Dach der Kirche ist abgehoben. Jetzt sind wir mitten eben in dieser Weite der göttlichen Wirklichkeit. Das wird auch durch den Lobgesang deutlich, der jetzt angestimmt wird. Das ist der Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Das ist ein biblischer Text. Er steht im Buch Jesaja, im 6. Kapitel. Dort schildert der Prophet Jesaja seine Berufung, wie er den Thronsaal Gottes sieht. Den Hocherhabenen, der angebetet wird und dem die Cherubim und Seraphim zurufen, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Das ist Hebräisch, auf Lateinisch eben Sanctus, 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 auf Griechisch Hagios, Hagios, Hagios. Dieser Gesang heißt das Trishagion, das dreimal heilig. Das kommt aus der griechischen Liturgie zu uns und ist deshalb auch so interessant, steht im Alten Testament, wo es noch keine Offenbarung der Dreifaltigkeit gibt. Im Alten Testament hat Gott nur seine Einzigkeit geoffenbart, aber es ist schon ein Hinweis darauf, dass Gott dreimal heilig ist, dass er der dreifaltige Gott ist. Und dieser dreifaltige Gott wird ja jetzt handeln. Der Vater vergegenwärtigt in der Kraft des Heiligen Geistes die Wirklichkeit des Sohnes, der sich am Kreuz hingibt. Alle drei göttlichen Personen sind immer engagiert eben in diesem Erlösungsgeheimnis, das wir hier feiern. Also, es ist ein Bekenntnis zur Dreifaltigkeit. Unser neuer Abt Maximilian hat das wieder eingeführt. Wir haben das gehabt bis in die 70er Jahre, dass wir Mönche uns immer, wenn die Dreifaltigkeit genannt wird, egal an welcher Stelle der Liturgie, verneigen wir uns tief. Ja. Jetzt haben wir das auch wieder eingeführt, dass wir uns zum Sanctus tief verneigen. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Als Zeichen dafür, dass wir hier die Dreifaltigkeit meinen und anbeten. Und das zweite, der zweite Teil dieses Gesanges des Sanctus bezieht sich schon auf Christus. Hosanna, dem Sohne Davids, hat man gesungen, als er in Jerusalem eingezogen ist, um das Opfer darzubringen, am Palmsonntag. Benedictus qui venit in nomine Domini, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Also das Kommen des Herrn, jetzt im Sakrament, wird hier bereits jetzt eben dargestellt. Das ist die Präfation, die eben mit dem Sanctus endet. Und jetzt geht's dann los. Jetzt kommt das Hochgebet, jetzt kommt das Höchste, das es in der Liturgie eben gibt, denn jetzt folgt die Vergegenwärtigung Christi in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Weise seiner Hingabe am Kreuz auf Golgatha. Was hier geschieht eben, ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Priester betet jetzt dieses Hochgebet, er hat dazu die Arme ausgebreitet eben, er konzentriert sich auf das, was er sagt, weil er jetzt mit Gott spricht. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit.
zweites Hochgebet. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Erstes römisches Hochgebet. Und so weiter und so fort. Also es ist jetzt wirklich ein Dialog des Priesters, der Christus darstellt mit dem göttlichen Vater. Und dann bittet er, dass der Heilige Geist auf die Gaben herabgesendet wird. Dazu gibt es auch eine Bewegung, eine Geste des Priesters, dass er nämlich die Hände von oben nach unten, eben jetzt die leeren Hände von oben nach unten über die Gaben jetzt eben breitet. Man nennt das die Herabrufung, auf Griechisch Epiklese, Epikalein, herabrufen, von oben nach unten rufen. Der Heilige Geist wird herabgerufen. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns werden Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Es ist der Heilige Geist, der jetzt wirkt. Es gibt manche alte Liturgien, altorientalische Liturgien, da wird das noch extra ausgedrückt, indem dann Diakone mit richtigen Fächern kommen, ja, und dann so gleichsam fächeln, ja, um dieses Wehen des Heiligen Geistes, das sich jetzt um Kelch und Patene ereignet, um das jetzt eben noch einmal deutlicher zu machen, liturgisch eben auszudrücken. Und dann spricht der Priester die Wandlungsworte. Er spricht die Worte, die Christus beim letzten Abendmahl gesagt hat, in der ersten Person. Er sagt nicht, Christus hat gesagt das, ja, sondern er sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Hier spricht durch den Priester Christus. Deshalb ist der Priester auch geweiht in einem eigenen Sakrament. Die heilige Messe kann nur ein geweihter Priester feiern. Ja. Sie ist nicht Vollmacht eben jetzt, die hier irgendjemand übergeben wird, sondern es braucht das Weihesakrament, also dieses Hineingeweihtsein, wesenhaft hineingenommen sein in das Dienstamt Christi, des Hohen Priesters und Königs, um eben diese Worte gültig sprechen zu können und die Wirkung hervorzubringen, dass eben jetzt dieses Brot nicht mehr Brot ist, sondern Leib Christi. Dieser Wein nicht mehr Wein ist, sondern Blut Christi. Es ist nicht heiliges Brot. Es ist überhaupt kein Gegenstand. Brot ist immer eine Sache, ja, ein Ding. Es ist Jesus Christus selbst. Es ist eine Person, die wir jetzt eben vor uns haben. Er selbst ist in die Mitte seiner Jünger getreten, in der Gestalt von Brot und Wein. Es ist für Kinder meines Erachtens also wirklich ein geistliches Vergehen, was man da begeht, wenn man den Kindern also sagt, es handle sich um heiliges Brot. Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar als Ministrant, war ein schlimmer Ministrant, aber wir hatten geistliche Schwestern, die in der Sakristei für Ordnung gesorgt haben. Ich habe auch einige Ohrfeigen gefangen damals. Aber die haben uns das sehr schön erklärt. Ich war Kaufmannssohn, meine Eltern, beziehungsweise jetzt mein Bruder, haben einen Sparmarkt, kommen aus einer Kaufmannsfamilie. Und da hat man immer ein bisschen was über Geld, habe ich meinen Papa am Abend Geld zählen sehen und so weiter. Und die Schwester hat damals gesagt, die hat uns erklärt, warum wir die Kniebeuge machen sollen vom Tabernakel. Sie hat gesagt, was da drinnen ist im Tabernakel, das ist so wertvoll, dass man es um alles Geld der Welt nicht kaufen kann. Vielleicht ein primitives Argument, bei mir hat es gesessen. Ja? Und sie hat auch gesagt, vor der Messe ist so eine Hostie ein paar Groschen wert. Nach der Messe könnten alle Schätze der Welt würden nicht ausreichen, um den Wert eben dieser Hostie zu... Für mich hat das gegriffen irgendwie. Ja? Ich habe von dort her weitergedacht. Nicht? Und ich habe das auch immer als Pfarrer, als Jugendseelsorger eben immer festgestellt, als Ministrantenkaplan damals. Nicht? Bei den Kindern ist erst dann erst hast du Erfolg gehabt, wenn die von selber die Kniebeuge machen. Ja? Wenn du das Gefühl hast, die grüßen jetzt wirklich Jesus. Ja? Dann erst, wenn diese persönliche Beziehung da ist. Ja? Und das ist der heilige Messe eben jetzt. Das ist das Thema auch dieser Exerzitien. Jesus Christus tiefer in der Messe begegnen. Die Kirche hat das, was hier geschieht, also mit hochtheologischen Ausdrücken versehen. Wir sprechen hier von Transsubstantiation. Dass die Substanz des Brotes hinübergeht in die Substanz des verklärten Leibes Christi
und die Substanz des Weines eben hinübergeht in die Substanz des verklärten Blutes Christi. Ein heiliger Tausch hat sich vollzogen. Der Priester betet dann beim Hochgebet für alle, für den Papst, für den Bischof, er betet für die Lebenden, er betet für die Verstorbenen, er ruft die Gottesmutter Maria und alle Heiligen an, er bringt die Bitten und den Dank des Volkes vor den allmächtigen Gott durch Jesus Christus. Das ist dann der Schluss des Hochgebetes, das ist bitte auch aufpassen, nicht? Also Christus ist auf dem Altar, nicht? Und dann sagt der Priester, indem er Hostie und Kelch hochhebt und sagt, durch ihn und mit ihm und in ihm, ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre. Auch bitte, das Ziel ist immer Gott der Vater. Ja? Der Sohn ist gegenwärtig, um dem Vater alle Ehre zu bringen, wie er es getan hat in seiner Hingabe auf Golgatha und wie es jetzt gegenwärtig ist. Es ist ein und dasselbe Opfer. Es gibt nicht viele Opfer, genauso wie es nicht viele Priester gibt. Es gibt nur einen Priester, Jesus Christus, und wir Geweihte haben Anteil an seinem Priestertum. Es gibt nicht viele Opfer, sondern es ist ein Opfer Jesu Christi und ein und dasselbe Opfer wird bei jeder heiligen Messe gegenwärtig gesetzt und entfaltet aber in die Geschichte hinein seine Gnadenkraft. Über das Lamm Gottes ist viel zu sagen, ich werde es noch tun im Zusammenhang mit diesen Vorträgen eben. Es ist wichtig, dass wir dann auch sehen, der Priester zeigt uns die gebrochene Hostie. Das geschlachtete Lamm Gottes wird uns hier dargestellt. Das Brechen des Brotes ist nicht bloß, wie man es heute in manchen liberalen Deutungen hört, ein Brötchen miteinander teilen. Ja, das ist es nicht, sondern das, was die Juden verwendet haben bei der Sederfeier, das war ungesäuertes Brot wie Knäckebrot. Ja, also Brot, das zersplittert, das zerbricht jetzt eben. Ja, das krachend auseinandergeht. Und dieses Brechen des Brotes ist ein Symbol für den gewaltsamen Tod, den Christus am Kreuz jetzt eben erlitten hat. Und deshalb verpflichtet die Liturgie den Priester, die gebrochene Hostie zu zeigen, wenn er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt jetzt eben hinwegnimmt. Es geht also um einen Opferritus und nicht um einen Ritus eben jetzt des Miteinanderteilens und der Brötchensolidarität. Das ist sicher nicht, das wäre zu wenig. Ja. Auch wenn natürlich uns dieser Leib Christi dann untereinander zu einer Gemeinschaft zusammenfügt, die miteinander auch solidarisch sein muss. Das ist dann das Wesen der Kommunion. Der Herr hat sich vergegenwärtigt und er kommt nicht deshalb, also um unsere metaphysischen Spekulationen zu befriedigen, weil ihm in seiner Transzendenz langweilig ist und weil er deshalb mal hier bei uns auf Erden vorbeischauen möchte, um das so ein bisschen banal und primitiv und kindisch jetzt eben zu sagen, sondern er kommt deshalb, weil er uns liebt. Und das Ziel eben der Heiligen Messe ist, mit uns geistige Gemeinschaft aufzunehmen. Kommunion, die sich immer schon ereignet, wo ich mich mit diesem Opfer verbinde. Und die sich dann eben ereignet, wenn ich dazu fähig bin, wenn ich im Stand dazu bin, wenn ich den Herrn jetzt eben wirklich auch durch das Sakrament als Kommunion in mich hinein empfange. Die häufige Kommunion, so wie wir das jetzt kennen, gibt es erst seit dem heiligen Papst Pius X., also erst seit 100 Jahren. Vorher, ich war selber überrascht, weil mir auch das nicht so bewusst war. Ich habe das durch unsere orthodoxen Studenten aus Russland, ist mir das erst bewusst geworden. Wir hatten sehr fromme Studenten aus Russland, die bei uns studiert haben. Und die sind zweimal im Jahr zur Kommunion gegangen. Zu Weihnachten und zu Ostern, haben eine Woche vorher gefastet. Also diese Ehrfurcht, haben natürlich immer an der Liturgie teilgenommen. Aber dort ist noch diese altkirchliche Praxis jetzt eben. Bei uns gibt es die häufige Kommunion, die sicher ein Geschenk ist, aber sie erfordert auch eine gute Vorbereitung. Und hier liegt meines Erachtens in der Praxis heute sehr viel im Argen. Also dass die Kommunion so ein Automatismus geworden ist, der nicht eben der Gnadenhaftigkeit dessen entspricht, was hier jetzt eben getan wird. Am Schluss sagt der Priester dann, ich muss jetzt abkürzen, mit dem Apostel Johannes kann ich wieder sagen, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Ja. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen, weil wir sonst alle Zeitdimensionen sprengen. Am Schluss dann
segnet der Priester wieder mit den leeren Händen, so wie er schon den Heiligen Geist herabgerufen hat über die Gaben von Brot und Wein, so breitet er jetzt die leeren Hände über das Volk Gottes aus und segnet sie. Er entsendet sie in die Welt hinaus, und wenn man kommuniziert hat, dann soll man daran denken, dass man jetzt wie eine Fronleichnamsprozession die Kirche verlässt. Man trägt ja Christus in sich. Das wollte auch ausdrücklich die Liturgiereform, dass dann nachher nicht mehr ein großes Trara gemacht wird am Ende der Messe, sondern zügig jetzt die Gläubigen in die Welt entlassen werden. Nicht aber ohne eine gute Danksagung gehalten zu haben. Ja. Und dann aber zügig hinaus, um eben jetzt diese Sendung auch zu verwirklichen. Ich trage Christus in die Welt. Ich fürchte, da gibt es null Bewusstsein dafür unter den Gläubigen. Ja. Also dass wir jetzt wirklich hinausgehen sollen und Christus in die Welt hinaustragen sollen. Und der Priester sagt am Schluss dann eben, ite missa est. Lateinisch ist das. Geht, ihr habt eine Sendung. Im Deutschen ziemlich schwach übersetzt mit geht, ihr habt Frieden. Oder wie heißt es? Geht hin in Frieden. Ja, das klingt so, geht, endlich habt ihr einen Frieden, endlich habt ihr Ruhe. Darüber habe ich vor Jugendlichen schon oft gesprochen. Denn jede heilige Messe ist eine Sendungsfeier. Davon kommt das Wort Messe, Missa. Jede Sendung, jede Messe gibt dir eine Mission, gibt dir eine Sendung in die Welt hinaus. Gebe Gott, dass wir die heilige Messe gut mitfeiern. Gebe Gott, dass er in unserem Herzen immer eine bereite Aufnahme findet. Gebe Gott, dass wir würdig kommunizieren und damit auch fruchtbar werden. Für unsere eigene Rettung und für die Erlösung der ganzen Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen.